meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zentrum. Und schon hat die katholische Kirche wieder einen neuen Skandal. 7 Monate im Amt und schon muss sich Papst Franziskus mit dem offensichtlich verschwenderischen Bischof von Limburg auseinandersetzen, dem seine Residenz gar nicht luxuriös genug sein konnte. Franz-Peter Thebarts van Elst ist derzeit der Buhmann der europäischen Katholiken. Sein Domizil soll weit mehr als 30 Millionen Euro gekostet haben. Der Bischof belohnte sich mit Privatkapelle, Luxusbadezimmer, Traumgarten und exquisitem Interieur und kann sich seither wenig schmeichelhafter Schlagzeilen nicht erwehren. Prassprediger, Gottes teurer Diener und ähnliches berichten vor allem deutsche Medien. Was für ein Widerspruch. Ein Papst, der eine Kirche der Armen sehen will und viele klerikale Funktionäre, die auf Macht und Status nicht verzichten wollen. Warum uns das alle etwas angehen soll? Auch bei uns zahlen nicht nur bekennende Katholiken, sondern alle für die Kirche mit. Deshalb stellen wir heute die Frage, wie reich darf die katholische Kirche sein, um noch glaubwürdig zu sein? Und das sind heute Abend meine Gäste. Da ist Toni Faber, der Dompfarrer zu St. Stephan und als Society-Pfarrer bekannt. Für ihn kommt aus Limburg ein völlig falsches Signal. Hubert Feichtelbauer ist Österreichs wohl prominentester Kirchenpublizist und er findet, diesen Bischof hat das Amt seinen Verstand geraubt. Eva Demmerle hat Bischof Thebarts van Elst einige Monate lang beraten und nimmt ihn auch heute noch in Schutz. Der Kabarettist Günther Pahl ist da. Er unterstützt die Initiative gegen Kirchenprivilegien und will eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Und der streitbare Katholik Christoph Zellenberg. Er will eine Kirche, die arm genug ist, um Christus zu folgen, sagt er, und reich genug, um die Welt zu retten. Ja, dann reden wir zunächst über Bischof Thebarts van Elst. Frau Demmerle, Sie kennen ihn persönlich, haben ihn einige Monate lang beraten. Wozu braucht ein Bischof einen solchen Palast? Also erstens mal ist es kein Palast. Ich verstehe sehr wohl, dass man etwas erschreckt ist über die Summe, weil sie jetzt halt eben auch auf einmal herauskam. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir hier mit einem schweren Kommunikationsfehler zu tun haben. Da waren Sie auch zuständig für die Kommunikation. Ich kam dann später hinzu. Mhm. Ne? Das Projekt hat der Bischof ja sozusagen geerbt vom Domkapitel. Die haben beschlossen in der Sedis Vacans, dass ein neues Bischofshaus gebaut werden sollte, weil es das nämlich nicht gab. Also die Wohnmöglichkeiten für den Bischof waren dort so gut wie nicht vorhanden. Er hat ein Provisorium im alten Priesterseminar bewohnt. Ich habe dort ja auch einige Zeit lang gewohnt und das war nicht gut genug. Also ich darf es Ihnen einfach mal sagen, Häusle und Bad über den Gang, ne? Und das aus den 70er Jahren. Okay. Und es brauchte einfach ein Bischofshaus, es brauchte vor allem nicht nur ein Bischofshaus, sondern auch ein diözesanes Zentrum, ein Zentrum der Begegnung. Ich meine, wir reden ja nicht nur über eine Wohnung des Bischofs, sondern es ist in diesem Komplex ja auch drin, die Diensträume des bischöflichen Büros. Es ist dort ein großes Begegnungszentrum drin. Es ist das Schwesternhaus drin, die den Haushalt dort führen. Von einem Luxusgarten weiß ich nichts, den gibt es dort auch nicht. Auf den Fotos ist er ganz schön zu sehen. Das ist der Garten, der zum Diözesanmuseum gehört, der war dort immer schon. Okay. Und das seit 250 Jahren. Also es ist kein Luxusgarten und wir können vielleicht im diözesanen Zentrum dort von einer gehobenen Ausstattung sprechen, aber diese ganzen Dinge, die in den letzten Tagen durch die Medien gegeistert sind, Stichwort Badewanne, kann ich nur sagen, das beruft sich auf Falschmeldungen. Es gibt dort keine Badewanne für 15.000 Euro. Ich meine, das ist absurd. Aber also dass die Wohnung an sich, die Wohnung des Bischofs um die 3,5 Millionen Euro samt Einrichtung gekostet hat. Das können wir jetzt auch nicht sagen. Da müssen wir einfach mal das Ergebnis der Prüfungskommission abwarten. Im Moment haben wir vorliegen, das hat ja auch die FAZ in der vergangenen Woche veröffentlicht, eine Auflistung der Kosten, wo bestimmte Schlüssel gebraucht werden. Ich bin kein Bauexperte, ich kann das nicht beurteilen. Da warten wir einfach mal die Experten ab, die Prüfexperten. Sie haben gestern mit der Prüfung begonnen und da müssen wir warten, was dabei rauskommt. Also ich sage, das ist keine Prunkvilla, die dort entstanden ist, sondern eigentlich ein sehr schönes, gelungenes architektonisches Ensemble, was zunehmend auch stärker gelobt wird. Ne? Und es freut sich eigentlich jeder, dass daraus etwas gelungen ist. Ich meine, es sind ja hier nicht 31 Millionen sinnlos verprasst worden, sondern es ist ja auch ein
realer Gegenwert dafür geschaffen worden. Aber wissen Sie, was doch interessant ist und was viele irgendwie ein wenig stutzig und nachdenklich macht, ist schon der Umstand, dass da jahrelang eine verhüllte Baustelle war, dass niemand fotografieren und filmen durfte. Da gab es einen eigenen Wachdienst. Und wenn der Spiegeljournalist versucht hat, aus einem benachbarten Gebäude von der Terrasse zu filmen, dann wurde er von den Bewohnern dort informiert, dass sie das nicht dürften, weil man habe ihnen gesagt, man dürfe niemanden Einblick in die Baustelle gewähren. Also was war da das Riesengeheimnis dran, dass man das nicht fotografieren durfte? Da sind sicherlich einige Ungeschicklichkeiten begangen worden, aber ich meine, Sie können jede Baustelle fotografieren und von dieser Baustelle gibt es auch genügend Fotos in jedem Stadion und von außen und von innen und von Passanten und von interessierten Journalisten. Und vor allem von der großen Hülle rundherum, durch die man nicht sehen konnte. Jede Baustelle ist verhüllt. Okay. Also ich meine, man darf da jetzt hier auch die Relationen nicht vergessen. Herr Zellenberg, Sie sind, wie wir wissen, ein sehr überzeugtes Mitglied der katholischen Kirche. Jetzt empfinden viele Katholiken diesen Bau als handfesten Skandal. Sie auch? Ich kann mich zu diesem Bau überhaupt nicht äußern, weil ich den Bau erstens mal nicht kenne. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte sogar wieder Harald Schmidt, der bekannte Moderator im deutschen Fernsehen, der gesagt hat, bis jetzt hat man gedacht, Limburg ist ein Tanz. Jetzt weiß man in der Zwischenzeit, dass das ein Ort in Deutschland ist. Ist ja immerhin erfreulich, nicht? Also die Limburger Gemeindeväter müssten fast dem Bischof dankbar sein, weil die Tourismuswerbung, die sie hier bekommen haben, ich weiß es nicht. Ich kann nicht zu dem Bau sprechen. Das, wozu ich sprechen kann, ist, dass es sehr, sehr unterschiedliche Meldungen dazu gibt und dass es einige, meiner Meinung nach, absichtlich böswillige Falschmeldungen gibt. Sie selber haben gerade, und ich unterstelle Ihnen jetzt nicht, dass Sie das böswillig gemacht haben, Sie wissen es wahrscheinlich nicht, aber Sie haben selber auch gerade wieder das Badezimmer erwähnt im Vorspann. Dieses Badezimmer um 15.000 Euro beziehungsweise die Badewanne um 15.000 Euro gibt es nicht. Das ist in der Zwischenzeit klargestellt worden. Das ist eine böswillige Falschmeldung gewesen, die durch die Medien gegangen ist, die auch im ORF weiterverbreitet wurde. Gestern hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung aus einem Gespräch, in dem der Erzbischof Zollitsch, der noch Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, sich unter vier Augen mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus getroffen hat, wo der Papst angeblich gestöhnt hat und O du lieber Gott gesagt hat, wie er die Kosten gehört hat. Es ist vollkommener Blödsinn. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sofort nachher ein Statement herausgegeben, dass es sich hier um Fabulisieren handelt. Niemand weiß es, weil ein Vier-Augen-Gespräch heißt, dass es eben vier Augen sind. Zwei gehören dem Zollitsch, zwei gehören dem Papst Franziskus und sonst weiß niemand. Und wissen Sie, was mich stört? Nur ganz grundsätzlich, ich muss etwas noch dazu sagen, das ist sehr wichtig. Ist das in Ordnung, so ein Investment? Sie sind ja Banker. Es ist sehr wichtig. Finden Sie das in Ordnung, ein solches Investment? Wenn Sie mich kurz das noch ausführen lassen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Papst Franziskus hat einmal etwas über Verleumdung gesagt, was ich sehr denkwürdig gefunden habe. Er hat in einer Predigt gesagt, die Verleumdung ist schlimmer als eine Sünde. Die Verleumdung ist Ausdruck des Satans. Papst Franziskus spricht sehr oft vom Teufel in der Welt. Er spricht davon, dass das eine reale Person ist, die in der Welt ist und die uns größte Probleme macht. Ich glaube, wir sollten auch in diesem Zusammenhang ein bisschen vorsichtig sein, was wir hier verbreiten, nachdem es, wie die Frau Demmerle gesagt hat, noch keine abschließenden Berichte gibt der Prüfungskommission. Prinzipiell ist zu sagen, es gab dort kein Bischofshaus. Der Bischof hätte ärmlichst wohnen müssen, was an sich wahrscheinlich für diesen Bischof, was ich gehört habe, nicht einmal so ein riesengroßes Problem war. Aber wie er noch gar nicht Bischof war, ist der Bau vom Domkapitel beschlossen worden. Er hat das also quasi geerbt von seinem Vorgänger bzw. vom Domkapitel. Und was Leute gesagt haben, das ist auch durch die Medien gegangen, es wundert mich, dass Sie das hier nicht ansprechen, Architekturexperten, die sagen, wenn man sich diesen Bau ansieht, dann ist er ausgesprochen bescheiden gestaltet. Und wenn man berechnet, was hier an Erhaltungsarbeiten für Gebäude zum Teil aus dem Mittelalter geleistet wurde, ist das durchaus im Rahmen der üblichen Erhaltungskosten. Dass es dennoch ein großer Betrag ist, das mag sein. Nur jeder, der alte Gemäuer und auch der Dompfarrer kennt das vom Stephansdom, was das für horrendes Geld kostet, hier Erhaltungsarbeiten durchzuführen, ist bekannt. Und deswegen muss man das, glaube ich, alles ein bisschen in Relation sehen. Herr Feitelbauer, Sie gehen Ihrerseits wiederum ziemlich hart ins Gericht mit Bischof Theberts von Elste, sagen, diesem Bischof hat das Amt den Verstand geraubt. Aber jetzt ist es doch nichts Neues, dass Bischöfe sich mit repräsentativen Sitzen in die Geschichte sozusagen einbringen. Die ganze Welt ist voll von repräsentativen Bischofssitzen. Warum regt gerade der so auf?
Das hat er nicht gesagt, aber er hat mich auch heute schon erschreckt. Aber ich ziehe ihn nicht zurück. Ich gehe von der Volksweisheit aus, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Und meine erste Reaktion war, dem hat er ihn genommen. Weil das kann nicht sein, dass nicht in einer Zeit, in der der Stil und die Signale, wie andere sein sollten, vom Papst in alle Wälder und entlegensten Gegenden dieser Welt gelangt ist. Es kann nicht sein, dass ein Bischof nicht weiß, dass heute der Grundsatz gilt, wo Franz Peter Tebarz van Els draufsteht, muss Franziskus drin sein. Das geht nicht anders mehr. Und ich verstehe schon die Situation, in die er hineingeraten ist, dass das vom Vorgänger geerbt war. Wobei ich sagen muss, das ist vielleicht eine Spitze auch im innerkirchlichen Ideologiekampf. Der Vorgänger Camphaus war ein vorbildlicher Verfechter einer Änderung der Kirche. Der war der Letzte, der dem vatikanischen Druck standgehalten hat, als der Befehl kam, hört's mit der schwangeren Beratung auf, weil sonst könnte man mit euren Bestätigungen, dass jemand teilgenommen hat, auch Abtreibungen genehmigen und so. Also der hat wirklich Mut gezeigt, Rom zu widersprechen. Ich weiß nicht, ob man dann auf die Idee gekommen ist, jetzt bauen wir etwas hin, was dem ganz sicher nicht eingefallen wäre. Aber noch einmal, ich bin auch der Meinung, man kann darüber reden, es sieht gut auch aus, es sieht auch nicht wie gewollter Protz aus, aber wenn ein Bauwerk mit 5 Millionen veranschlagt wird und dann sagt man, na 30 wird schon kosten, na vielleicht sogar 40 oder mehr, allein dieses Ansteigen der Kosten wird nicht verstanden. Ich stoße mich nicht an der Badezimmereinrichtung, aber dass man für die Aufhängevorrichtung eines Adventkranzes nur einmal das Dach aufreißen muss und das Ganze stimmt auch nicht, die 100.000 Euro. Dann habe ich eine andere Frage. Es gibt, ich weiß nicht, 3.000 oder 4.000 Bischöfe auf der Welt. Von keinem ist bisher Ähnliches berichtet worden. Warum, glauben Sie, entfaltet sich eine Verschwörung des Teufels und seiner Anhänger nur gegen den neuen Bischof von Limburg? Wenn das alles erfunden und bösartig ist. Darf ich direkt dazu Stellung nehmen? Ich habe ja eben gesagt, das ist sicherlich auch ein schwerer Kommunikationsfehler. Ich meine, wenn wir kirchliche Bauprojekte überhaupt einmal betrachten. Diözese Rottenburg-Stuttgart hat für 40 Millionen gebaut. Ne? Freiburg hat sehr großzügig renoviert. München, das Palais Hollenstein, ist für 12 Millionen umgebaut worden, dass es halt eben passt. Ne? Erzdiözese München hat sich sogar noch ein schönes Gästehaus in Rom gekauft. Ne? Es ist halt eben alles eine Frage, wie ich es kommuniziere. Und hier sind also natürlich, kosten darf es schon was, es muss ja auch solide sein. Mhm. Ne? Es muss aber ja auch solide sein. Und im Vergleich zu öffentlichen Bauprojekten, die in die Milliardenbeträge gehen, könnten wir hier schon die Relationen etwas anders sein. Darf ich das vielleicht kurz zu Ende führen? Es ist natürlich eine Verkettung von unglücklichen Zuständen. Es hat ihr noch zu Zeiten der Sedisvakanz, als das Domkapitel beauftragt hat, hat es einen Entwurf gegeben, der war mit 5,5 Millionen veranschlagt. Dann kam ein anderer Architekt dazu und dann noch ein anderer Architekt dazu. Und dann ist dieser ganz andere Entwurf gemacht worden. Und von dem war in dem Zirkel schon relativ früh bekannt, dass es also ungefähr 20, 25 Millionen sein könnte. Man musste dann ja auch in den Berg hinunterbauen, weil die Stadt wiederum gesagt hat, man kann nicht zu sehr in die Höhe bauen. Es ist eine Verkettung unglücklicher Zustände sicherlich. Und dass also Bischof Tebarz van Hels dieses dann geerbt hat und dazu noch, wie Sie eben auch angedeutet haben, im Bistum Limburg eine besondere Situation vorherrscht, nämlich durch den Bischof Camphaus und durch dessen Vorgänger auch noch Bischof Kempf, die auch eine andere Kirchlichkeit, die ein anderes Kirchenbild befördert haben, als es eigentlich sein sollte, ist natürlich eine gewisse Situation entstanden. Gut. Wir reden hier auch über zwei unterschiedliche Kirchenbilder. Ich wollte nur sagen, die Ausgaben, die Sie zitiert haben, erinnern mich an das Wort eines Kardinals vor 2 Jahren, der gesagt hat, wissen Sie, was das Problem der deutschen Kirche ist? Sie hat zu viel Geld. Der Kardinal hieß Ratzinger, da war er noch
in früherer Dazu Kunde. Hat uns natürlich auch aber, die schöne Rede aber, in Freiburg von der Entwältigung aber gehalten. Aber es ist mir eh lieber, wir reden über die Kirchenbilder. Denn wenn Sie finden, dass dieses Kirchenbild das Richtige wäre, dann müssten Sie mit allen Kanonen gegen den Papst schießen, der das Falsche ist. Dazu kommen wir noch. Ganz im Gegenteil. Herr Pahl, am Beispiel dieses Bauprojekts zeigt sich ja auch, dass das eben nicht nur Katholiken betrifft. In die Kirche fließen nicht unbeträchtliche öffentliche Mittel, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Über das werden wir dann noch im Detail reden. Aber das ist genau ein Umstand, der Unterstützer dieser Initiative gegen Kirchenprivilegien, und deren sind Sie einer, so besonders stört. Was stört Sie denn daran, wenn öffentliche Mittel in die Kirche fließen? Die erbringt ja auch einen Haufen Leistung, sagt die Kirche. Genau. Die droht dann mit dem Satan, wenn man... Und so. Ich habe versucht herauszufinden, wessen Geld dieser Bischof da ausgegeben hat. Und es ist mir nicht gelungen, ich bin nur bis zu bischöflicher Stuhl gedrungen. Und ich lebe also in der Annahme, der hat das Geld, das er zu verwalten und zur Verfügung hat, ausgegeben. Das sage ich einmal, das müsst ihr euch ausmachen. Darin habe ich also kein Interesse, keinen Anteil. Da soll er ausgeben, was er will. Ich wäre natürlich als Gläubiger ein bisschen irritiert, weil er draufkommt, dass das über 30 Millionen Euro kostet. Wenn ich dann erfahre, dass davon aber nur 2,5 Millionen tatsächlich aus Kirchensteuer bezahlt ist und der Rest Geld, das er ohnehin hat, dann darf ich mich jetzt als Nicht-Christ fragen, wo hat er das her? Das ist eine interessante Frage. Wie kommt die Kirche zu so viel Geld? Und dass man jetzt einen Papst braucht, um auf Bescheidenkeit zu kommen, ist ein bisschen arm eigentlich. Weil das wäre ja auch nachzulesen bei dem Reichen und dem Nadelöhr und dem Kamel. Mhm. Also, dass man da jetzt extra einen Papst braucht, der hat, Bescheidenheit, das hatten wir ja. Das steht drin. Seit immer schon. Ja. Deswegen hat er es ja gesagt. Ja, aber dass die Gläubigen jetzt auf einmal, so als wäre die aufblasbare Brotsuppe erfunden worden, daherkommen, also es ist eine ganz neue Erfindung in der Christenheit, dass man bescheiden ist. Das irritiert mich. Der Papst kann sagen, was er will, und alle rennen hinten nach und sagen, oh fein, der Papst hat es gesagt. Und, also das ist die Entlassung in die eigene Unmündigkeit. Sehr antiaufklärerisch. Der Herr Pahl stellt da eine interessante Frage. Wo kommt das ganze viele Geld her, Herr Faber? Jetzt ist es ja so, dass sich nicht nur in Deutschland, auch in Österreich wieder viele Menschen von der Kirche abwenden, weil sie das nicht in Ordnung finden, um es einmal höflich zu formulieren. Hat der Bischof von Limburg da mit dieser ganzen Sache der Kirche wieder mal einen Bärendienst erwiesen? Ich glaube, da sind viele Fehler passiert und wir sind zu Recht verärgert, nicht nur mit den Katholiken hier und auf der ganzen Welt, sondern mit der Deutschen Bischofskonferenz, mit wesentlichen Vertretern der Deutschen Bischofskonferenz. Und das ist nicht nur ein Angriff des Satans und irgendwelcher Kräfte dahinter, sondern das ist eine große Irritation, ein Ärgernis, wenn wir mit dem Papst neu die Einfachheit zu leben versuchen, die natürlich jahrtausende lang in unsere Gründungsurkunde eingeschrieben ist. Dafür zeugen die Bettlerorden, dafür zeugen so viele Bewegungen der Kirche, dafür zeigt die Bereitschaft durch Jahrtausende, wo Kirche geteilt hat, sich zugewendet hat, den Armen. Da passt es wie eine Faust aufs Auge, dass für ein Projekt einer bischöflichen Residenz, noch dazu bei einem Vorgänger, der nur in einem einfachen Priesterseminar gelebt hat, plötzlich 31 Millionen Euro verschwendet werden. Das muss so kommen. Das wirft sehr viele Fragen auf. Und ich bin sehr froh, dass die Untersuchung der Bischofskonferenz da ist und dass der Papst sich den Bischof auch an die Brust nimmt, weil wenn er sozusagen zeichenhaft mit einem Renault 4 fährt, der 300.000 Kilometer auf der Achse hat, und dann gleichzeitig ein Bischof gleichsam in einen Maserati einsteigt, macht das gar keinen schlanken Fuß. Wie bescheiden muss ein Priester leben? Wie bescheiden leben Sie? Jeder Priester hat sein Gehalt von den Kirchenbeiträgen und kann aus diesem Gehalt, das er bezieht, etwas für seinen Lebensstil machen, wie er das macht. Ich versuche, vieles zu teilen und anderes, nicht nur in Sack und Asche mich zu kleiden, sondern versuche, zeitgemäß den Menschen, den ich begegne, einmal so oder einmal so zu begegnen, habe aber genauso wie unser Erzbischof, der da angezählt wird als einer der 100 reichsten Österreicher, selber nur ein Gehalt, er hat 2.500 Euro, ich habe etwas darunter und wir müssen mit diesem Geld unser Leben gestalten. Er hat eine Dienstwohnung, er hat ein Dienstauto. Ich muss mir ein Auto selber kaufen und bin froh, dass ich nur einen VW fahre.
Aber ja, wenn Sie schon das Gehalt ist. Der Kardinal fährt auch an VW. Fährt auch einen VW als Dienstauto. Genau. Aber wenn Sie das schon ansprechen, wird als einer der 100 reichsten Österreicher genannt. Das ist schon interessant. Angenommen, der Kardinal, Erzbischof Schönborn, würde sich jetzt dazu entscheiden, eine neue Residenz für sich selbst zu bauen. Könnte er dann völlig freihändig darüber entscheiden, Nein. wie viel Geld er dafür ausgibt? Ja, er hat dieses Vermögen nicht. Es gibt für den Bischofssitz historisch gewachsen ein Vermögen, das aus Grundwerten besteht. Stimmt, das 150 Millionen Euro. Das kann ich nicht so nachrechnen wie Sie. Das ist eine Schätzung, ja. Wo wir sagen können, das, was er an Grund und Boden hat, an Forstbetrieben, an Landwirtschaft, an Immobilien, das hat er auch zu betreuen. Da sind Menschen daran angestellt. Und er versucht jedes Jahr aus den Erträgnissen dieses Mensalgutes, nicht er versucht, er muss es laut Statut die Hälfte für sozialkaritative Zwecke verwenden und die andere Hälfte in den Betrieb des Mensalgutes reinvestieren. Das heißt, er kann das gar nicht. Außerdem hat er einen sechsköpfigen Vermögensverwaltungsrat, der ihm sofort in die Hand fallen würde, wenn er sagt, ich möchte mir jetzt das erzbischöfliche Palais um 31 Millionen auch für welche Zwecke auch immer ausbauen. Das ginge gar nicht. Ja, es sei denn, er ist so überzeugend, wie offenbar der Bischof von Limburg war. Herr Bischof, da muss ein Fehler passiert sein, nicht nur in der Kommunikation, sondern da müssen viele Streite gewesen sein, weil wenn jetzt einige Mitglieder dieses Vermögensverwaltungsrates sagen, sie fühlen sich in das Licht gebracht, sie etikettieren ihn als Schwindler oder gar als Lügner, da muss etwas viel falsch gelaufen sein und das muss man klären. Ich glaube, die Bischofskonferenz in Deutschland macht das und der Papst auch. Der Deutsche Spiegel berichtet in seiner morgen erscheinenden Ausgabe unter dem Titel Bischöfe verschweigen Millionenvermögen darüber, dass die katholischen Bistümer unvollständige Angaben zu ihrem Vermögen machen und nach Recherchen des Spiegel ist dort zu lesen, werden mehrstellige Millionenbeträge verschwiegen, manche Summen verschwinden in grauen Kassen. Können Sie ausschließen, dass das in Österreich auch so ist? Bei uns, was in Grund und Boden, Forstwirtschaft, das ist bei uns, liegt alles auf. Sie können im Grundbuch nachschauen, Sie können im Forstkalender, Landwirtschaftskalender nachschauen, welchem Bistum, welcher Diözese gehört, welcher Grund und Boden. Über Cash. Über Cash können wir, glaube ich, nicht viel reden, weil da kann man vermuten, da könnte ich auch annehmen, Sie hätten so viel Geld, aber das wäre unsauber. Ich glaube, ich muss einfach klar sagen, da gibt es Werte, die der jeweilige Bischof nicht als Privatvermögen in die Schatulle greifen könnte, sondern das ist klar determiniert, statutarisch. Das ist so, wie wenn man sagt, der Abt von Melk hätte sein Stift selber und im Handstreich, ohne wem zu fragen, verkauft er das Stift an reiche Amerikaner. Das geht nicht. Das widerspricht den Statuten. Darauf achtet der Vermögensverwaltungsrat. Das kann er gar nicht. Woher kommt, um die Frage von Herrn Ball nochmal aufzunehmen, dieses viele Geld? Dieses viele Geld ist bei Stiften, wie es der Name schon sagt, statt stifterisch gewachsen. Wir haben aus historischen Entwicklungen dem Bischof Gaben gegeben, Familien haben das gemacht, Menschen haben das gemacht, aber das ist nicht das Wichtige, weil da das Wichtige ist das, was Diözesan ja viel höher läuft und Diözesan von Gläubigen als Beitrag gezahlt wird, gerecht nach ihren Einkünften und das verwendet wird, ganz streng kontrolliert. Ich sitze selber im Kontrollrat der Erzdiözese Wien und wir lassen uns monatlich Nachrichten geben, was passiert mit dem Geld der Katholiken. Das, was dem Kardinal als Vermögen treuhänderisch anvertraut worden ist, da habe ich gar keine Angst, dass da irgendwas verschwindet. Sie ist gewachsen, er hat dafür die Sorge zu tragen, dass es sozialkaritativ und für dieses Unternehmen weiter verwendet wird. Und weiter wächst. Wenn geht. Das wächst, glaube ich, normalerweise nicht weiter, sondern das wird verwendet, wenn das ausgeschüttet wird, kommt es dem Ziel zu, wie jedes Geld der Kirche anvertraut worden ist. Es soll der Seelsorge dienen. Es soll den Menschen dienen und an diesen vielfältigen Leistungen, die die Kirche in Österreich für die Menschen leistet, in den verschiedensten Bereichen ihres Lebens, als Lebensbegleiter, von der Wiege bis zur Bahre, daran sollen wir gemessen werden. Was tut die Kirche da falsch? Wie viel leistet sie in den 32 Ordensspitälern? Wie viel leistet sie das in über 300 katholischen Schulen? Wie viel leistet sie in 700 Kindertageseinrichtungen? Ich tue mir schon ein bisschen vermischen, Diözesanvermögen. Ja, und Bischofsvermögen. Ja, man muss nicht? Das vielleicht das noch ein bisschen nachschärfen. Das eine öffentlich ja. verwaltet und Sie ja so schauen nach. Und das andere halt nicht transparent für die Masse der Bevölkerung. Und die Frage der Transparenz ist wohl auch für Limburg sehr zu stellen. Weil Herr Bauer, Sie haben ja vollkommen recht. Es geht hier ja in Wahrheit um das sogenannte Mensalgut des Bischofs. Sie haben gefragt, woher kommt es? Es kommt zu einem ganz großen Ausmaß aus dem 18. Jahrhundert. Kann man das kurz erklären, was Mensalgut ist? Ja, ich bin gerade dabei. Okay. Danke sehr. Das kommt zum großen Teil noch aus dem 18. Jahrhundert, wo zwei Erzbischöfe von Wien, Mingatio und Kolonitz,
ihr Privatvermögen, nachdem sie Erzbischöfe geworden sind, der Kirche geschenkt haben. De facto in eine Art Stiftung, das gab es in der Form noch damals nicht, aber de facto als Legat der Kirche zur Verfügung gestellt haben. Der Erzbischof von Wien hat nichts. Er darf nur den Fruchtgenuss aus diesem Vermögen, das seit dem 18. Jahrhundert da ist und das gewisse Erträge abwirft, diesen Fruchtgenuss darf er verwenden. Auch nur zur Hälfte. Die andere Hälfte wird wieder investiert in das Gut. Der größte Teil, die größte Immobilie aus diesem Mensalgut ist das erzbischöfliche Palais. Wenn dort das Dach renoviert werden muss, was jetzt, glaube ich, gerade ansteht, wo zig Millionen hineinfließen müssen, weil sonst tropft es nämlich den ganzen Mitarbeitern dort auf den Kopf, dann muss aus dem Mensalgut heraus, aus den Erträgen, das aufgebracht werden. Der Staat schießt meistens, wenn es erhaltungswürdige Gebäude sind, einen minimalen Betrag zu. Der ist aber so gering, dass alleine die Mehrwertsteuer aus den Aufwendungen, die hier hineinfließen, die die Kirche zahlen muss, viel mehr sind als das, was der Staat hier an Zuschuss gibt. Man muss also die Verhältnisse mal richtig sehen. Es ist fast so, das darf ich das humoristisch sagen, wir sitzen hier mit einem Kabarettisten und der hat was Kabarettistisches vorher gesagt. Heute ist es fast so, wie wenn Sie dem Bundespräsidenten vorwerfen würden, dass er so reich ist, weil er in der Hofburg wohnt und weil er seinen Sommer im Schloss Neuberg an der Mürz verbringt. Ja, dem gehört das auch nicht und wenn er nicht mehr Bundespräsident ist, hat er gar nichts mehr davon. Wenn seine Eminenz Kardinal Christoph Schönborn nicht mehr Kardinal, nicht mehr Erzbischof von Wien ist, hat er auch gar nichts mehr, hat eine kleine Pension. Ich würde dem Nationalratspräsidium wünschen, ein Mensalgut zu haben, damit die auch das Parlament renovieren können, wo es auch schon herein. Das tun sie ja, um hunderte Millionen das Parlament renovieren. Wenn der Bundespräsident auf Lebenszeit, der Bischof ist mir ja bis 75, dann müssen Sie einen Rücktritt einreichen, okay. Kann der Papst jederzeit also annehmen. Die Hofburg um 31 Millionen Euro umbauen lässt, weil er sagt, ja, ich müsste das Klo zu weit weg, und so. Jetzt sind Sie wieder Kabarettist, das ist nicht sehr seriös. Nein, ich habe gehört, Klo am Gang, und das ist ganz schrecklich, und muss man umbauen, kostet 31 Millionen. Ist interessant. Nein, vollkommen falsch. Es ist nicht das Priesterseminar umgebaut worden, es ist was vollkommen Neues gebaut worden. Ja, okay, gut. Also wenn der Bundespräsident die Hofburg um 31 Millionen öffentliches Geld umbauen lässt, haben die Staatsbürger alles Recht, das aufstrampfen und sagen, das geht so nicht. Weil es von ihren Steuern ist, ja? Ja, das ist richtig. Beim Bischof ja nicht wenn von den Steuern. Wenn der Bischof macht, dürfen sich die Gläubigen aufregen, nur da bin ich. Meine Frage aber ist, hätte er dieses Geld, diese 31 Millionen, nicht ausgegeben, sondern wäre einfach drauf sitzen geblieben, hätte er niemand was davon gehabt. Kein Mensch. Das wäre doch genauso verwerflich, wie er verbaut es und der nächste Bischof hat zumindest ein schönes Zuhause. Weil wenn er nichts damit macht, ist kein Aufruhr, dann hat er es halt nicht ausgegeben und das Geld liegt dort, wo es liegt. Und er tut damit nichts Gutes, keiner hat er frei, er macht keine Unternehmungen, er spendet es nicht, er stiftet, er zahlt auch seine Mitarbeiter nicht über Tarif, sondern es ist einfach nicht ausgegeben und keiner regt sich auf. Ja. Ich möchte das trotzdem noch mal präzisieren. Also es ist jetzt nicht Bischof Thebats von Ess, der diesen Bau in Auftrag gegeben hat, sondern es hat das Domkapitel im Jahr... Ja, aber das haben wir verstanden, aber seine These ist ja jetzt eine andere. Ich glaube, jedes Vermögen in der Kirche hat seine soziale Verantwortung draufstehen, das ist ihm immanent, so wie wir das auch von allen staatlichen Stellen und allen privaten... Aber absolut. Jedes Vermögen muss der Bischof genauso verwalten, dass es dem Bistum einerseits erhalten wird, aber er muss es wirtschaften. Ja. Er muss für die Gebäude sorgen, für die Betriebe sorgen, für die Modernisierung sorgen. Das heißt, für jedes Vermögen selbst ist ja jeder verantwortlich, der dafür treuhänderisch eingesetzt wird. Der muss sehr viel tun dafür, dass das weiter etwas abwirft, damit es seinem eigentlichen Zweck der Seelsorge zugeführt werden kann. Ja, aber es gibt sehr viele Bistümer, ja, und jedes wo Bistum nicht ist eingeschränkt. Wahnsinnig viel ausgegeben wird für Bau. Maßnahmen und auch für sonst nichts. Also ich, und da ist welches Bistum meinen ich? Sie? Welches Bistum meinen Sie? Sind wir konkret. In welchem Bistum wird für sonst nichts, wie Sie es so schön sagen, nichts ausgegeben? Also 31 Millionen Umbau werden nicht aufgebracht in, na, Sie sagen gerade, ich versuche es nur zu verstehen, weil sonst können wir schwer diskutieren. Sie sagen, es gibt Bistümer, in denen die also quasi wie Dagobert Duck auf den Millionen sitzen und sagen, ich gebe nichts her.
So, und ja, nein, diese Biste, das müssen Sie mir nennen, welches Bistum Geld das ist. Nein, das Umbauen, da sind Sie ja dagegen, aber es gibt, jedes Bistum hat Schulen, hat Altersheime, hat Sterbehospize, hat zum Teil Universitäten, die sie betreiben. Aber das ist wieder unglaublich viele Ausgaben, wissen Sie was? Unglaublich viele Ausgaben, wo dieses Geld hineinfließt, dass der Gemeinschaft, der Allgemeinheit, dem Bonum-Kommune wieder zugutekommt. Nicht zuletzt dadurch, dass man tausende Mitarbeitern ein Gehalt zahlt und dass man unglaubliche Steuern zahlt in Staatssäcke hinein. Schauen wir uns das einmal an. Das ist ja nicht ganz so einfach, den Finanzen, wie Sie gerade merken, meine Damen und Herren der Kirche, wirklich auf die Spur zu kommen. Wir haben den zugegebenermaßen schwierigen Versuch unternommen, den Besitztümern der österreichischen Kirche ein wenig auf die Spur zu gehen. Informationen über den tatsächlichen Reichtum der katholischen Kirche in Österreich durchdringen nur schwer die dicken Kirchenmauern. So viel ist klar. Die katholische Kirche verfügt nicht nur über ein beträchtliches Kunstvermögen, sondern ist zweitgrößter Grundbesitzer in Österreich. Zu den größten zählen Stift Klosterneuburg, das rund 700 Wohnungen und Büros vermietet, sowie Stift Admont. Insgesamt nennen Stifte und Orden eine 250.000 Hektar an Grund und Boden ihr eigen. Zahlreiche Beteiligungen erregen so manchen Kirchenkritiker. Etwa jene an einer Privatbank, an den Casinos Austria und damit an den österreichischen Lotterien. Die laufenden Personal- und weiteren Kosten werden mit dem Kirchenbeitrag gedeckt. 2011 zahlen Österreichs Katholiken 400 Millionen Euro, abseits des Klingelbeutels. Der Journalist Christoph Baumgarten vermutet, dass darüber hinaus Einrichtungen der katholischen Kirche gar mit 3,4 Milliarden Euro jährlich vom Steuerzahler gefördert werden. Sein Buch zusammengefasst in exakt 60 Sekunden und Christoph Baumgarten ist heute Abend bei uns. Guten Abend, Herr Baumgarten. Guten Abend. Herr Baumgarten, wie kommen Sie auf diese zuletzt genannte Summe von mehr als 3 Milliarden Euro, die der Staat angeblich der katholischen Kirche in Österreich zukommen lässt? Naja, wir haben da alles untersucht, was denn die katholische Kirche so als eigene Leistung ausgibt, wie wir es auch gerade eben gehört haben. Das erstreckt sich also von den Schulen, vom katholischen Religionsunterricht bis zu den Spitälern. Also wir haben hier wirklich sehr umfassend untersucht und sind draufgekommen, mindestens 80% dessen, was die katholische Kirche so tut, wird direkt vom Steuerzahler bezahlt. Seien es also jetzt die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer an den konfessionellen Privatschulen, seien es die Gehälter der Religionslehrer, die sowieso grundsätzlich beim Staat angestellt sind. Grundsätzlich werden auch die konfessionellen Spitäler zu praktisch 100% vom Staat bezahlt. Und darüber hinaus gibt es auch noch eine ganze Menge an Dingen, die da bezahlt wird. Und es summiert sich über die verschiedensten Bereiche eben auf allein im katholischen Bereich 3,3 bis 3,5 Milliarden Euro. Das ist eine Summe, die von der Kirche immer in Abrede gestellt wird. Und wir haben ja gerade gehört, welche Leistungen offenbar aus den Besitztümern, aus dem Vermögen, aus den laufenden Einnahmen der Kirche so zu bestreiten sind. Zum Beispiel der Erhalt von relativ aufwendigen Kirchenbauten. Da fließt auch Geld vom Staat hinein? Ja, da fließt auch Geld vom Staat hinein, übrigens wesentlich mehr, als wir heute gehört haben. Es ist keineswegs so, dass die katholische Kirche mehr Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer bezahlen würde für diese Renovierungen, als sie Förderungen vom Staat bekommt, weil hier nämlich immer nur die Bundesförderungen quasi zugegeben werden. Das sind ungefähr 17 Millionen Euro im Jahr für kirchliche Renovierungen. Dazu kommen noch mindestens 27 Millionen Euro von den Bundesländern für diverse Renovierungsmaßnahmen. Das macht also schon deutlich mehr Geld aus. Und da sind im Übrigen die Bundesländer Wien und Oberösterreich nicht dabei, weil die in ihren Denkmalschutzberichten die Einzelsubventionsempfänger gar nicht ausweisen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die katholische Kirche eher 50 Millionen Euro und mehr pro Jahr für Renovierungsmaßnahmen bekommt. Ist für Sie, nachdem Sie das recherchiert haben, für Ihr Buch einigermaßen transparent nachvollziehbar, wofür gibt die Kirche das Geld aus, das sie aus den Kirchenbeiträgen einnimmt? Wofür gibt sie Geld aus, das sie in ihrem eigenen Vermögen hat? Und wofür gibt sie Geld aus, das sie vom Steuerzahler bekommt? Die Ausgaben für die Kirchenbeiträge sind halbwegs transparent, auch wenn jetzt die Bilanzen, die dann immer veröffentlicht werden, nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind. Und da wird dann insofern ein bisschen geschummelt, als
man dann so tut, als ob mit dem Kirchenbeitrag wesentlich mehr finanziert würde, als sich da rein von den Summen her ausgehen würde. Was das kirchliche Vermögen betrifft, das ist völlig intransparent. Wir haben uns da wirklich durch Grundbücher etc. gequält, können dann nur eine minimale Bestandsschätzung abgeben. Und was also das öffentliche Geld betrifft, das ist, wenn man rechnen will, halbwegs transparent, aber es gibt dann Bereiche, wo dann auch die öffentlichen Stellen, die Geld hergeben, sagen, sie wissen nicht, wie viel Geld das kostet. Das Bundesministerium für Unterricht weiß nicht, wie viel in Summe der katholische Religionsunterricht kostet. Das Bundesministerium für Unterricht weiß nicht, wie viel in Summe die konfessionellen Privatschulen kosten, etc. etc. Das Wissenschaftsministerium weiß nicht, wie viel die theologischen Fakultäten an den Unis kosten. Da heißt dann eigentlich, wir sind nicht zuständig. Das Finanzministerium weiß nicht, wie viel die teilweise Grundsteuerbefreiung der katholischen Kirche oder überhaupt der Religionsgemeinschaften in Österreich kostet. Das heißt dann auch, wir sind nicht zuständig. Okay, danke, Herr Baumgarten. Herr Pfarrer Faber, warum ist das alles dermaßen intransparent? Warum dürfen wir nicht wissen, wo das Geld herkommt und wo es hinfließt? Da muss ich entschieden widersprechen, weil die Betriebsergebnisse der Diözesen von Österreich sind einsehbar bei Internet. Da wird nicht geschummelt, sondern da wird klar ausgewiesen, was von Kirchenbeiträgen kommt, was von staatlicher Stelle an Wiedergutmachung kommt. Sehr klar ausgegeben, Ausgaben- und Einnahmenseite, da ist nicht intransparent. Dass man beim kirchlichen Vermögen sagen kann, da bleibt was offen, da wäre ein großer Schritt in die Transparenz wünschenswert, ist was anderes. Drittens, das, was für Schulunterricht, für Krankenhäuser, für Kindertagesheime von Bund und Ländern kommt, müsste ganz klar überprüfbar sein, weil alles andere wäre ein Fall für den Rechnungshof und könnte ganz klar angezeigt werden, dass auch nichts intransparent. Übrig bleibt, dass es Vermögen gibt, das genützt wird von den Bistümern, das Vermögen bleibt, das nicht leicht bewertet werden kann. Ich stehe für den Stephansdom und weiß, ich brauche mehr als 2 Millionen Aufwendung, den Stephansdom zu renovieren. Was ist der Stephansdom wert? Wie soll ich das ausweisen? Ist er 100 Millionen wert? Ist er 1 Milliarde wert? Naja. Ich darf ihn auch nicht verkaufen, auch wenn ich wollte. Auch der Erzbischof kann ihn nicht verkaufen. Aber was die Ländereien wert sind und die Jagdgebiete und ja, die Immobilien, das kann man heute einschätzen. Aber das ist nicht ein Verkaufswert, weil wenn heute die katholische Kirche im Gesamten alle Stifte, alle Klöster, alle Bistümer, alle Diözesen das auf einmal auf den Markt werfen, würden die Preise sowieso zusammen. Und das will auch niemand, weil wir haben dieses Vermögen ja nicht dazu da, um rasches Geld zu machen, sondern nachhaltig den Menschen Begleitung zu geben und allen Diensten der Seelsorge hier die Möglichkeiten zu geben, bis hin zu dem, was angespart ist. Ich bin froh, dass ich bis 75 arbeiten kann. Ich arbeite schon 26 Jahre, möchte noch 26 Jahre arbeiten. Aber dann bin ich froh, dass wir Rücklagen haben für die Priester, für die Ordensleute, dass sie dann auf ihre Pension in der Höhe von 2.000 Euro oder was oder weniger zurückgreifen von können. Denen sind oder braucht Rücklagen. Aber, und die sind da und ausgewiesen. Herr Feichelbauer, können Sie sich vorstellen oder haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum die katholische Kirche in Österreich derart viel zum Beispiel Grundbesitz haben muss? Die katholische Kirche ist in Österreich nach den Bundesforsten der zweitgrößte Grundbesitzer in Österreich. Wozu? Eben für die andere Hälfte aus den Mensalgütern, die den Pie Cause, den frommen Zielen, den humanitären Zwecken gewidmet werden sollen. Das ist die alte Frage, die auch immer im Zusammenhang mit Caritas und so weiter erörtert wird. Warum haben die Häuser, wenn sie die Häuser verkaufen, das Geld den Armen geben? Alle wissen wir auch aus der privaten Erfahrung, der Erlös eines Verkaufs ist wahnsinnig schnell verprasst und ist weg. Und es ist gescheiter, einen dauerhaften Besitz zu haben und aus den Erträgnissen gute Zwecke zu fördern, als einmalig zu verkaufen und dann ist es weg. Gut. Also das stört mich überhaupt nicht. Mich stört auch nicht ein ordentliches Zuhause für einen Bischof. Ein Wüstenzelt braucht nur ein Bischof in einer Wüstenregion. Aber also warum soll der nicht ordentlich wohnen? Aber das Aufregende ist ja schon gesagt worden. Warum so viel? Warum so verschwiegen? Warum diese Preissteigerungen? Aber Frau Thurner, wollen Sie nicht ein Faktum hier in der Sendung haben? Ich lege haben? Ein Faktum hierher, Herr Zellenberg. Ich möchte nur die Frau Neubauer zitieren, das ist die Leiterin des Bundesdenkmalamts, die hat im vorvergangenen Jänner gesagt, dass die Zuschüsse, die staatlichen Zuschüsse in die Denkmalpflege der Kirche, Zitat,
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein und die Kirchen den Großteil der Denkmalpflege selbst zahlen. Und jetzt muss ich nur eins und eins rechnen. Wenn ich vom Großteil 20% Mehrwertsteuer zahle, dann zahle ich in das Staatssäckel mehr hinein, als ich auf der anderen Seite im Tropfen auf dem heißen Stein wieder herausbekomme. Das ist nicht sehr schwer zu rechnen. Wir können ja mittlerweile relativ genau nachvollziehen, was zum Beispiel die einzelnen Klöster und Stifte an Vermögen haben. Zumindest beim reichsten Stift Österreichs, beim Stiftskloster Neuburg, lässt sich das auf der Homepage nachlesen. Und da ist dann Folgendes zu lesen. Das Stift besitzt 700 Wohnungen, Geschäftslokale und Büroräumlichkeiten, die sie vermieten, und zwar mit über 4000 Pachtverträgen. Über die Einkünfte daraus herrscht Stillschweigen. Erwirtschaftet wird jedenfalls ein Umsatz von ca. 25 Millionen Euro im Jahr, und 10% des Gewinns werden für soziale Zwecke aufgewendet. So liest man das auf der Homepage des Stiftes Kloster Neuburg. Stimmt das in der Relation für Sie, Herr Zellenberg? Sie sind ein Banker, Sie wissen, wie man mit solchen Zahlen umzugehen hat. Neuburg nicht. Ich kenne das Stiftkloster Neuburg schon. Können Sie nachlesen auf der Homepage? Ich schaue nicht jede Stifts-Homepage permanent durch, ob da irgendwas Spannendes steht. Meistens steht nicht sehr viel Spannendes drinnen, muss man sagen. Aber ich kann es Ihnen zum Beispiel sagen, von meinem Orden, wir sind der Malteserorden, das wissen Sie, wir haben auch eine kleine Landwirtschaft im Norden Niederösterreichs mit einem uralten Kasten, der unglaublich viel Geld verschlingt, nämlich das Schloss Meilberg. Wir haben einen Forstbesitz in der Steiermark, wo ein paar Skilifte auch sind und wo ein paar Häuschen gebaut worden sind, die man touristisch vermieten kann und so weiter. Wir haben aber nebenbei 8 Kirchen, die wir erhalten müssen, die unglaublich viel Geld verschlingen jedes Jahr. Sie wissen das, Herr Dompfarrer, unglaublich viel Geld verschlingen jedes Jahr in der Erhaltung, in der Restaurierung, Altarbilder etc. Punkt 1. Wir haben 8 Hilfswerke in Österreich. Das bekannteste ist der Malteser Hospitaldienst. Es gibt den Alten- und Krankendienst, den Betreuungsdienst, die Medikamentenaktion St. Lukas etc., Johannesgemeinschaft etc. Hunderte Menschen, Arme und Bedürftige, bauen auf den Malteser Orden, werden von dem Malteser Orden betreut. Dafür brauchen wir zum Beispiel dieses Geld. Weltweit hängen 15 Millionen Menschen vom Malteserorden ab, die betreut werden in ihrer Grundversorgung, die Ärmsten der Armen. Ich nehme ein einziges kleines Beispiel noch, das ist mir sehr, sehr wichtig, das zu sagen. Wie ich in Bethlehem war, das letzte Mal, war ich im Geburtsspital des Malteserordens, der ist beim Eingang von Bethlehem unten. Das war nach der Intifada, alles war zerschossen, alles ist in Trümmern gelegen. Sie sind durch das große Stahltor hineingegangen, es war eine Oase des Friedens, der Ruhe, des Gebets, in der Mitte eine Kapelle, in der wir dem Herrgott jeden Tag in der Messe danken, dass wir das für die Menschen dort tun dürfen. Und wissen Sie, was das Großartige ist? Dort werden jüdische Frauen, muslimische Frauen, christliche Frauen, ohne Anschauung, woher sie kommen, wer sie sind, aufgenommen und können dort in Frieden und Ruhe und Geborgenheit ihre Kinder zur Welt bringen und diesen Kindern die ersten Tage auf dieser Welt in Frieden und Ruhe schenken. Dafür wird Vermögen, das der Orden besitzt, aufgewandt in der ganzen Welt. Wie finden Sie denn das? Wenn es stimmt, kann man dagegen ja kaum was sagen. Danke sehr. Wenn es wahr ist. So, in dem Umfang und nur das und nicht das. Sonst wäre meine Nase etwas länger, wenn es nicht wahr wäre. Ja. Ja, also wenn da sonst nichts dazu beizutragen ist, das kann ich genauso wenig überprüfen wie die Kloster Neuburger Homepage. Ich kann Ihnen das hier geben, da können Sie sich gerne ansehen. Naja, das ist also vom Formulanten selbst ist meistens also mit die Quelle als Quelle anzugeben. Sie können das gerne auch. Reliabel. Es gibt da von unabhängigen Institutionen, können Sie das überprüfen. Ich kann dagegen wenig sagen. Ich finde es nur wegen Kirchenvolksbegehren und Privilegien ein bisschen seltsam, dass ich als einziger Nicht-Katholik da sitze. Was bei dem Thema, der Bischof hat Geld ausgegeben, nämlich eins, über das er verfügen darf, in Ordnung ist. Aber grundsätzlich finde ich es immer ein bisschen ungewichtig, wenn in Diskussionen, also selbst wenn es um den Atomaufstieg geht in Deutschland, sehe ich den in einem Kardinal dort sitzen. Es geht um Energiewende, das ist Technik, das ist Physik, das ist die Realwelt, sitzt ein Bischof als Fähnchenschwinger für weiß nicht was. Ja. Sinnlos. Und ja, wenn es ums Geld geht, sitzt dann ein Kasperl gegen die... Na, so schlimm sind was sie finden nicht. Sie, die katholische Kirche spielt eine zu große und zu wichtige Rolle in Österreich? Weil hier Weltbilder finden vermittelt Sie das, werden, ja? Das finde ich absolut, ja.
weil die wenigsten, die glauben, wissen ja, was sie glauben. Und da wird dann aufgerieben mit, die 10 Gebote sind die Quelle der Moral, und es weiß keiner, was drinsteht. Das von, in 10 Geboten sind 2 dabei, wo Sklaverei gut geheißen wird. Das Wissen... Welche? Du soll, am Tag des Herrn sollst du nicht arbeiten, noch dein Weib, also mit ihnen wird nicht gesprochen, mit ihnen auch nicht. Frauen sind nicht Subjekt. Nein. Das ist einfach von denen wird erkennen. Das so. Von Weib nichts drin. Da steht nichts in den 10 Geboten. Begehren soll man nicht. Das ist das Zweite. Noch dein Weib, noch deine Kinder, noch dein Vieh, noch deine Sklaven und Sklavinnen. Das Arbeiten ist der volle Text. Begehren, nicht vom anderes. Also ich habe von 2 Geboten gesprochen, jetzt kommt, Obacht, das Zweite. Das Erste zweite war falsch, davon. Jetzt kommt das Zweite, ja? Also das ist falsch. Das mal ansprechen. Ja, genau. Würden Sie den Herrn Ball mal aussprechen lassen? Also du sollst nicht begehren deines Nächsten, weil ist ein Gebot, was für 50% der Menschheit völlig wurscht ist. Weil, ne? Aber mit dem wird er nicht geredet. Aber steht drin. Ja. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, weil... Und da ist jetzt kein Punkt, da kommt ein Beistrich, Haus, Hof, Vieh, Sklavinnen und Sklaven. Mhm. Die sollst du nicht begehren. Stimmt dieses das Gebot aber? Gilt für meine Nächsten auch. Das heißt, der darf Sklaven haben, ich darf sie aber nicht begehren. Er darf sie aber nicht begehren. Sind wir wieder Kabarettist? Vielleicht können wir das gibt kurz Anweisungen, wie mehr Sklavenverfahren verfahren ist. Ja. Da drin. Ich glaube, das Thema der Sklaverei haben wir Gott sei Dank kirchenpolitisch inzwischen anders gelöst. Es war stillschweigend, aber nicht mehr draußen. Es war Gott sei Dank die Zeit lange reif. Grundsätzlich vom Grundsatz hat es in der Heiligen Schrift schon geheißen. Für dich gilt jetzt nicht mehr Mann oder Frau, Sklave oder Freier, weil ihr seid alle frei in Christus. Das steht auch in der Heiligen Schrift. Aber ich gebe Ihnen zu, dass da noch die Begrifflichkeit des Sklavens da war, weil sie Christus selbst als Knecht nennt. Und dann hat er gesagt, ich nenne euch, die Apostel, nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Der Wahlspruch unseres Kardinal Schönbrunns, der bischöfliche Wahlspruch heißt, ich habe euch Freunde genannt und nicht mehr Knechte. Das heißt, da ist ambivalent beides dabei. Aber ich glaube, auf der Grundlage dieser Ethik, dieser Moral, die von den 10 Geboten auch kommt, können wir uns, glaube ich, sehr gut verständigen. Und da können wir sagen, was leistet die Kirche für den Menschen, weil sie nicht mit Frauen nicht gesprochen wird. Haben wir diese Unstimmigkeiten? Ja, mit dem Defectus Naturae ist im Kanon. Die Frauen haben von Haus aus ein Botschen. Das haben 38. Das steht im Kanon. Die Frauen haben immer von Haus aus ein Botschen. Ja, na, Defectus Naturae muss man übersetzen, weil es sind ja auch einige Nicht-Lateiner da. Steht da drin. Und das wird unterrichtet und in die Welt getragen und auf dieser Basis werden Forderungen gestellt. Gehen Sie in Religionsunterricht, weil Sie genau wissen, was dort unterrichtet wird? Na, aber ich kenne das Buch, auf das sich das unterrichtet, was da unterrichtet wird. Wir sind heute ein bisschen dabei, den Finanzen der Kirche auf die Spur zu kommen, haben mittlerweile, Herr Pfarrer Faber, erfahren, was denn da alles so an artfremden Tätigkeiten, wenn man so sagen will, betrieben wird, um diese Finanzen zu erhalten, zu verwalten, zu vermehren, wie auch immer man das sagen möchte. Also das größte Weingut Österreichs gehört einem Kloster, da gibt es riesige Forstbetriebe, Ländereien, Möbelfabriken, Tourismusbetriebe, Schnapsbrennereien, Bierbrauereien, eine ganze Menge an artfremden Tätigkeiten, könnte man sagen, die Kirche da ausübt. Und dann sagt die Kirche, ja, aber wir sind ja auch ein großer Arbeitgeber. Ist das der Zweck einer Glaubensgemeinschaft? Nein. Wir sind Arbeitgeber, um dem Zweck der Glaubensgemeinschaft zu dienen, den Menschen in den verschiedensten seelsorgenden Belangen beizustehen. Und da ist es für jeden Vermögensanlagenberater, glaube ich, Pflicht zu sagen, es ist nicht gut, wenn du dein Geld unter dem Kopfpolster legst oder irgendwo hortest, sondern lass dieses Geld arbeiten mit Betrieben, die natürlich nicht unserer grundsätzlichen christlichen Einstellung widersprechen dürfen. Wir haben eine Bank, weil wir, der Heilige Vater sagt zwar, Petrus hat keine Bank gehabt, aber er ist am Reformieren der Vatikanbank. Wir haben eine Kirchenbank in Österreich, Schellhammer und Schatterer, die zu über 85%, 85% von kirchlichen Institutionen getragen wird, die sich sehr vielen Werken der Seelsorge widmet, die aber auch Geschäfte betreiben muss, die aber auch in einem Bereich veranlagt ist und beteiligt ist, wo wir sagen, das ist für unsere heutigen ethischen Maßstäbe nicht mehr das Richtige. Zum Beispiel?
Und deswegen gibt es einen Aufsichtsratbeschluss, möglichst bald mit den 8% Beteiligung an den österreichischen Lotterien auszusteigen und hier diese Fragen, die neu da entstanden sind, wirklich ethisch klar für uns zu klären und hier einen Ausstieg zu bewerkstelligen, um in Bereichen zu sein, Weinbau, ich glaube, das ist ein urbiblischer Auftrag. Für den Messwein. Für den Messwein und für viele andere Bereiche der menschlichen Kultur, für all das, was für die Erhaltung von Klöstergütern, von kirchlichen Immobilien, 12.000 Immobilien stehen in Österreich unter Bundesdenkmalschutz, die wir mit großen Aufwendungen zu renovieren haben und die auch einen nicht unbeträchtlichen Teil unserer Tourismuskraft darstellen. Mhm. Wie sich das alles mit dem Anspruch des neuen Papstes Franziskus, dem es laut eigener Aussage schon wehtut, einen Bischof oder eine Nonne im neuesten Automodell zu sehen, verträgt. Oder mit einem neuen Handy. Oder mit einem neuen Handy, will er auch nicht so. Und jedenfalls auch diesbezüglich hebt er sich ganz deutlich von seinen Vorgängern ab. Schauen Sie mal. Zwei Päpste, zwei Stilrichtungen. Auf der einen Seite Papst Benedikt. Er ist inzwischen außer Dienst. Doch in seiner Zeit als Pontifex wohnte er im Apostolischen Palast des Vatikans. Sein Dienstwagen ist ein nobles Gefährt und sein Modestil Gesprächsthema. Bei seinem Nachfolger Papst Franziskus ist von Glanz und Gloria keine Rede mehr. Denn er will eine neue Bescheidenheit im Vatikan vorleben. Er wohnt gemeinsam mit anderen in einem Gästehaus, fährt eine alte Rostlaube und sein Modestil ist von Einfachheit geprägt. Benedikts prunkvolles Goldkreuz ersetzt der neue Papst durch ein einfaches aus Eisen. Trägt der eine gerne die Mozzetta, also den purpurnen hermelinbesetzten Umhang, lässt ihn der andere lieber weg. Auch die roten Schuhe, die Benedikt unter seinen Glaubensbrüdern zum Trendsetter machen, sucht man bei Franziskus vergeblich. Sein extravaganter Stil bringt Benedikt im Jahr 2007 sogar den Titel Accessoire-Träger des Jahres im Männermagazin Esquire ein. Ein Titel, der ihm wohl nicht zuteil werden wird. Denn Franziskus versucht, einen neuen, bescheidenen Kurs durchzusetzen. Als Kirche der Armen. Ob ihm das gelingt oder es bei reiner Symbolik bleibt, wird sich zeigen. Ja, Herr Feigelbauer, bei sich selber auf Prunk und Symbole zu verzichten, das erscheint ja vergleichsweise einfach. Hingegen die ganze Kirche auf diesen neuen Stil einzuschwören, schaut nach einem Riesenprojekt aus. Trauen Sie ihm das zu? Das traue ich ihm sehr wohl zu, weil die Unrecht haben, die heute noch behaupten, Amerikaner hat es vor kurzem gesagt, es brutzelt schon die längste Zeit und ich sehe das neue Steak noch nicht. Ich sehe es schon. Er brutzelt nicht nur mit Phrasen und Gästen herum, sondern er hat sehr genau schon gesagt, was er tun wird. Und er ist nach langem ein Papst in der Geschichte, der die über viele Jahrzehnte hinweg angehäufte Macht der Päpste, die nie so groß war wie im letzten Jahrhundert, freiwillig teilen will, natürlich nicht mit allen auf der Welt, die für die Atheisten hat er noch nichts in Aussicht gestellt, was ja, die Machtteilung anlangt. Ich bitte darum. Dem Nachgehen schon. Aber dass er die Macht teilt, dass er sagt, die Bischöfe, die Bischofskonferenzen sollen mehr zu entscheiden haben, nicht alles in Rom zentralisieren, übernehmt Mitverantwortung, die Laien sollen mehr herangezogen werden, das glaube ich. Es ist ja unglaublich für mich festzustellen, wie viele täglich dazukommen zur Schar derer, die dem neuen Papst Jubelrufe zuschicken, weil er das gesagt hat, was Kirchenreformer seit Jahren sagen und verteufelt worden sind, dass sie Feinde und Gegner sind, die die Kirche zerstören wollen. Jetzt sagt es der Papst, jetzt sind die anderen, die das gesagt haben, plötzlich auch für diesen Papst. Ich finde das großartig. Manche sagen, das ist Opportunismus, ich sage, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und daher freue ich mich auch, ich glaube, dass aus der Tatsache, dass die Kirche dezentralisiert wird, die Macht geteilt wird, unendlich viel sich bewegen wird, der braucht kein Dogma ändern, der braucht keine neuen Sitten und Gebräuche einführen, der braucht nur sagen, nehmt Verantwortung wahr. Das wird ungeheure Kräfte freisetzen. Fantasie, Freude am Mitgliedsein in der Kirche, das kommt alles auf uns zu, darüber dürfen wir uns freuen. Ich sage aber ganz ehrlich, ein Gedanke beschleicht mich dabei, der mir Unbehagen verursacht.
Ich gehöre einer Religionsgemeinschaft von über 1 Milliarde Mitgliedern an, in der ein Mensch, nein, ein Mann, nein, ein alter Mann, eine solche Wende über Nacht herbeiführen kann. Da ist mir ungut dabei. Aber in einer Kirche mit so viel zentralistischer Macht geht es nicht anders, als dass der oben, der die Macht hat, sie freiwillig abgibt. Ich will nicht eine Revolution, die dann ihre Kinder auffrisst. Aber das wird geschehen und ich glaube, das wird uns eine ganz neue Kirche bescheren. Und ich fürchte, der Bischof von Limburg wird dann nicht mehr so heißen, wie er heute noch heißt, weil sich das mit dieser Auffassung einfach nicht verträgt. Und zu der Eigenverantwortung, die dieser Papst haben möchte, wird auch gehören die größere Transparenz. Ich muss wissen, was was kostet, ich muss mehr Kosten begründen, ich muss das überhaupt mit den Leuten besprechen, die zu meiner Kirche gehören, ob sie es so oder anders haben möchten. Also ich glaube, das wird auch ein Teil der neuen Kirche sein, aber es wird ein Teil der Kirche von morgen sein. Der neue Papst hat ja vor, an einigen Dingen zu rütteln, Frau Demmerle. Er will nächsten Oktober eine Bischofssynode nach Rom einberufen und will dort die so sehr umstrittenen Fragen der Familienethik zur Diskussion stellen, also alles, was mit Empfängnisverhütung, Ehe, Wiederverheirateten, Geschiedenen, die Rolle der Frauen zu tun hat. Trauen Sie ihm da eine Änderung zu oder anders gefragt, würden Sie eine solche Änderung begrüßen? Naja gut, also wir können das im Moment noch nicht so recht beurteilen. Ich meine, es wird ja eine Synode sein, das heißt, es ist ja ein beratendes Gremium der Bischöfe. Und also ich möchte denen das Ergebnis auch nicht vorausnehmen, weil das, sonst wäre das ja Nebelstocherei. Ne? Und im Übrigen wollte ich Ihnen auch durchaus beipflichten. Wir kommen natürlich auch in eine Zeit der Kirche hinein, wo wir mehr Transparenz brauchen. Würde aber jetzt nicht so sehr eine Trennung ziehen zwischen Benedikt und Franziskus, weil Benedikt hat das Wort der Entweltlichung eingebracht. Ne? Und das mehr Transparenz gehört und mehr Offenheit gehört natürlich auch zu dem Thema Entweltlichung. Also ich sehe da gar keinen großen Unterschied zwischen beiden Päpsten. Ne? Ob sich in diesem Außer, Entschuldigung, wenn ich das sage, ich kenne aus der Umgebung des Papstes Benedikt einen, der gesagt hat, dieser Papst weiß genau, was alles geändert gehört. Er fühlt sich zu alt und zu krank, um die Kirche noch in eine Baustelle zu verwandeln. Deswegen ist er zurückgetreten. Freude und hat da so einen Nachfolger dieses Feld überlassen. Der Papst, 10 Jahre jünger ist, das, was er angestoßen hat, diesen wunderbaren Begriff der Entweltlichung in seiner Freiburger Rede bei seinem letzten Deutschlandbesuch, das setzt Papst Franziskus nun um. Und dafür können wir ja dankbar sein. Herr Zellenberg, klingt das für Sie wie eine gefährliche Drohung eigentlich, wenn wir von diesem Papst die verständnisvollsten Töne für all diese umstrittenen Fragen, die ich vorher schon genannt habe, hören, die wahrscheinlich je von einem Papst zu hören waren? Gut, Sie haben jetzt so eine unglaubliche Collage an schillernden Farben hier an die Wand geworfen, dass ich da ein bisschen die Orientierung verloren habe, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Aber ich bin begeistert von Franziskus, Papst Franziskus. Er ist so ein unglaubliches Geschenk und ein noch größeres Geschenk ist es, und das hat er selber gesagt, dass er auf die Weisheit, Erfahrung von Papst Benedikt zurückgreifen kann, der quasi einen Steinwurf von ihm entfernt im Mater Ecclesiae sitzt. Und noch dazu hat der neue Papst den Privatsekretär von Benedikt als Präfekten des päpstlichen Haushalts belassen. Erzbischof Genswein wohnt bei Papst Benedikt, Papst Emeritus Benedikt, und pendelt also jeden Tag mehrfach zwischen den beiden hin und her. Papst Franziskus hat das mehr. Ich glaube, es ist eine vollkommene Kontinuität zwischen diesen beiden Päpsten. Darf ich das noch ausführen? Natürlich. Ich glaube, es ist eine Bitte vollkommene Kontinuität zwischen den beiden Päpsten. Es ist wunderbar, was der neue Papst anspricht. Nur Sie müssen halt ein bisschen genau hinhören, was er zu diesen sogenannten heißen Eisen sagt. Denn wenn ich dann immer den Katechismus hernehme, wenn dann manche meiner Freunde, die auch nur so halb hinhören, schockiert sind und sagen, um Gottes Willen, was hat er da wieder gesagt, dann lese ich es nach und dann sage ich, er hat eigentlich das gesagt, was Benedikt vor ihm genauso so gesagt hat und was auch im Katechismus so drinnen steht. Ich sehe den Bruch. Das sind schon klare Zäsuren in Gesten und Zeichen, die die ganze Weltkirche
und die ganze Welt Beifall klatschen lässt. Da gibt es einfach den Hermelin, der wird nicht genommen, da wird die Vatikanbank, da wird im Moment, das sind Zeichen für die innere Haltung, da wird die Vatikanbank mit ihren Bilanzen plötzlich wirklich öffentlich gestellt. Das hat noch Benedikt eingeleitet. Da wird, das wurde aber von Franziskus gemacht. Und da werden, 39-jährige Steuerberater. Da werden Zeichen gesetzt, die absolut eine Zäsur darstellen. Und Gott sei Dank geht hier etwas weiter mit einer Bereitschaft, früher tabuisierte Themen klar, normal anzuschreiben, ob das der Umgang ist mit den Homosexuellen, Umgang mit geschiedenen Wiederverheirateten, Umgang mit Frauen, da muss sich was Entscheidendes ändern, sagt er einfach. Und da ist eine Zäsur, die alle Leute einfach willkommen heißen, über die Kirchengrenzen weit hinaus. Und da stimmt mich sehr also froh. Also ein Zitat gibt es. Es gibt ein Zitat von ihm, das lautet, wenn Gott einen homosexuellen Menschen sieht, schaut er ihn dann mit Liebe an oder verurteilt er ihn und weist ihn zurück. Ich kann mich nicht erinnern, von Benedikt solche Töne gehört zu haben. Das ist genau das Gleiche. Natürlich, lesen Sie den Katechismus. Lesen Sie den Katechismus, den Papst Benedikt noch als Präfekt zu verantworten. Für Sie besteht ein klarer Bruch. Für mich und für 1,2 Milliarden Katholiken und für sehr, sehr, sehr viele Millionen und hunderte Millionen auf der ganzen Welt, wir können das überprüfen, besteht eine große Freude, ein Umschwung. Wir erwarten etwas von diesem Papst. Ich schätze Papst Benedikt den 16. sehr hoch. Ich liebe ihn und er hat seine gut. Aber er hat gesagt, er ist nicht mehr imstande, um das hinüberzubringen. Und das war sein größter Schritt, den er gemacht hat, ein Dienst an der Kirche. Und warum wurde Franziskus gewählt im Vorkonklave? Warum wurde er auf ihn aufmerksam gemacht? Weil er sagt, diese kuriale Art und Weise, mit Problemen umzugehen, lassen sich die Kardinäle nicht mehr gefallen. Und da hat er mit seiner Rede aufgezeigt. Und deswegen haben ihn dann so viele relativ schnell in den ersten Wahlgängen, das ist unser Mann, der Heilige Geist zeigt uns, hier muss sich etwas verändern. Das ist ganz letzte klar. Frage an Sie, soll Bischof Thebert van Elst zurücktreten? Das wird der Heilige Vater morgen mit ihm besprechen. Und das wird die Bischofskommission. Ich werde bischöflichen Mitbrüdern sicherlich nicht den Rücktritt nahelegen. Okay. Ich würde es an seiner Stelle auf jeden Fall machen, aber ich bin nicht Bischof. Herr Ball, letzte Frage an Sie. Wenn wir jetzt hören, welche neuen Töne da aus dem Vatikan von Papst Franziskus kommen, könnte Sie das gegenüber der katholischen Kirche etwas milder stimmen? Nein. Also erst wenn Sie in unserer Zeit angekommen sind und da Sie sich aber auf ein Buch berufen, das hochgradig vormodern ist und in dem so viele Sachen drinstehen, die überhaupt nicht gehen in unserer Welt, in der Realwelt, in der Welt der tatsächlich stattfindenden Ereignisse und in der Menschen miteinander umzugehen haben, und zwar auf Augenhöhe, weil sie Menschen sind und nicht, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Und solange sie die Kirche den Schritt in die Welt nicht geschafft hat, brauchen sie mit mir nicht reden. Aber Sie wissen, Sie greifen massiv damit das Judentum an. Denn Sie zitieren das erste Religion. Testament. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Also das einer ist konnte, Punkt Hodern für mich. Konnte nicht überzeugt werden in dieser Sendung. Ich bedanke mich trotzdem sehr herzlich bei Ihnen allen fürs Diskutieren, meine Damen und Herren. In Kürze geht es weiter mit Mein Maria Hilf. Das ist der Titel des nun folgenden Doc-Films. Da stellen Ihnen wieder prominente Wienerinnen und Wiener ihren Bezirk vor, um den ja wegen der Fußgängerzone Maria-Hilfer Straße weiterhin ziemliche Aufregung herrscht. Was abseits der bekannten Einkaufsstraße diesen Bezirk prägt, das erzählen Ihnen gleich Hans Krankl und viele andere Maria-Hilfer. Also bleiben Sie auf und schauen Sie zu und schalten Sie auch nächsten Sonntag wieder ein. Da begrüßt Sie Peter Pelinka mit einem neuen Thema und neuen Gästen. Für heute Ihnen auch. Danke, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.